så det klare sol over hendes svævende 100 gennemsigtige dejlige skabninger. Hej. Ich bin Marianne Larsen. Ich bin die Studiengangsleiterin von der Abteilung Musical und wir machen zusammen diese wunderschöne Märchen von Hans Christian Andersen. Ich bin die Regisseurin dieses Stückes und ich komme aus Dänemark. Mir ist besonders wichtig, dass man Spaß hat und dass man einfach Freude an diese sehr, sehr schönen Geschichten hat. Also mein absolutes Lieblingsmärchen ist eigentlich der Kaiser ohne Kleider. Nicht weil er nackt ist, sondern weil es einfach eine so lustige Geschichte ist. Ich heiße Madeleine Wederding und ich spiele in der Produktion Andersen die Schülerin Ingrid und den Kaiser aus des Kaisers neue Kleider. Ingrid ist für mich ein Kind, das gerne dort ist, wo was passiert. Sobald Hans Christian Andersen eine Geschichte anfängt, ist sie direkt an vorderster Front. Und sie scheut sich auch nicht davor, in seine Geschichten einzugreifen, wenn sie findet, dass da vielleicht noch ein kleines Detail fehlt. Die größte Herausforderung in Andersen war für mich die Verwandlung von Ingrid in den Kaiser. Ich bekomme dafür eine Krone, einen sehr, sehr hübschen Morgenmantel und das wichtigste Kostümteil, ein Fatsuit, also ein ausgepolsterter Ganzkörperanzug, der mir das Erscheinungsbild eines korpulenten Mannes gibt. Diese große Verwandlung in eine komplett andere Person ist eine sehr, sehr coole Möglichkeit als Darstellende, als Schauspielerin. Ja, um die Wahrheit zu sagen, es gibt gar keinen Stoff. Die willst du mir zugeben, so als ob. Ich bin Ehert Weißer und ich spiele den Lehrer und Hans Christian Andersen. Ich würde Andersen beschreiben als jemanden, der sehr frei von Normen ist und auch sich einfach fern von der Realität hält. Ja, Hans baut sich eine total eigene Welt immer wieder auf und sucht auch immer mit dem Kontakt zu den Kindern irgendwie, wo er das weiterentwickeln kann, wo er zum Beispiel dem Kind damit auch helfen kann. Ich würde sagen, für Hans Christian Andersen ist am wichtigsten Fantasie. Ich glaube, der größte Kontrast zur Schulleiterin und Hans Christian Andersen ist, dass sie in einer total strikten Welt arbeitet und lebt und der Hans sich total davon befreit. Mein größter Bezug zu Andersen als Figur ist offen sein für Absurdität. Hallo, ich bin James Hall und gemeinsam mit Marianne Larsen mache ich Regie bei Hans Christian Andersen, das Musical, und ich mache auch die Choreografien. Wir haben Ballett, wir haben Spitzentanz, wir haben Stepptanz, also alles, was man sich vorstellen könnte beim Musical, haben wir alles reingepackt. Mir war ganz wichtig bei den Choreografien und bei den Tänzen, dass nicht zu schwierig zu machen, dass die Kinder im Publikum auch mitmachen können. Weil es macht viel mehr Spaß bei so einem Stück, wenn das Publikum auch mitagieren kann. Mein Lieblingsmärchen von Andersen ist wahrscheinlich das hässliche Entlein. Ich bin Jens Emmert und im Musical Andersen spiele ich den Schüler Finn und Lars, das hässliche Entlein. Ich glaube, Finn ist ein bisschen besserwisserisch und gleichzeitig aber auch nicht immer der Schnellste. Und er versucht sich quasi so durchzuwursteln. Lars, das hässliche Entlein, würde ich als traurig und eingeschüchtert beschreiben. Er wird gehänselt und nicht so akzeptiert, wie er ist. Ich finde, das stellt ganz schön dar, was leider auch immer wieder um uns passiert. Und ich finde, das zeigt, dass man auch jeden so nehmen sollte, wie er oder sie ist. Weil zum Schluss steckt vielleicht viel mehr Potenzial in einer Person, als man anfänglich denkt. Mein Name ist Laura Oswald und ich spiele in Andersen die Schülerin Gudrun und die Ballerina Du. Gudrun ist ein bisschen auch eine vorlaute Person, ein bisschen auch eine schnell eingeschnappte Person. Doro entspringt ja dem Andersen-Märchen Die Ballerina und der Zinnsoldat, was wir auch tänzerisch ganz kurz anreißen. Und sie ist dann plötzlich mehr als nur eine Märchenfigur. Doro und Andersen, die sehen sich und es ist die klassische, klischeehafte, kitschig, schlimm, schöne Liebe auf den ersten Blick. Ich heiße Theodor Popp und ich spiele den Schüler Arne Poulsen, den Zinnsoldaten und die Meerhexe. Für mich ist die Wandelbarkeit in dieser Produktion ziemlich spannend. Mein Lieblingskostüm bei Andersen ist tatsächlich das Kostüm von der Meerhexe. Es ist einfach ein schwarzer Umhang mit Kapuze und sieht aus wie so ein Fischernetz mit Algen. Ich bin Jakob Knapp. Ich
bin Bühnen- und Kostümbildnerin und ich mache die Ausstattung bei Andersen. Mich hat inspiriert das Konzertzimmer von Harald Thor, weil wir haben das Orchester auf der Bühne und sieht aus wie eine Schatulle. Und da musste ich sofort an die Ballerina denken. Diese kleinen Schatullen, die man aufklappt mit so einem Spiegel und dann dreht sich die kleine Ballerina. Und dann habe ich auf der Vorbühne quasi dieses Konzertzimmer ergänzt. Beim Kostüm, die Darsteller vorne, die sollen sich natürlich absetzen vom schwarzen Orchester. Deswegen sind die alle ganz bunt und das passt ja auch zu Kindern. Und der Andersen, der ist die einzige historische Person. Ich bin Alina Will und im Musical Andersen spiele ich die Schülerin Anna, das Däumelinchen, die Schulleiterin und die kleine Meerjungfrau. Meine Schülerin Anna ist eigentlich die kleinste in der Klasse und hat es deshalb auch nicht ganz so leicht, zumindest am Anfang des Stückes. Meine Schulleiterin hat wahnsinnig viel Stress, einfach weil sie völlig überfordert ist mit den Kindern, die sie unterrichten muss, aber natürlich auch mit Hans-Christian Andersen, der aber den Kindern immer nur Flausen in den Kopf setzt und der ihnen gar nicht das beibringt, was sie eigentlich möchte. Das Magischste für mich an der Meerjungfrau oder daran, die Meerjungfrau zu spielen, ist für mich, glaube ich, dass sie ganz anders beginnt, als sie aufhört. Also sie beginnt ja als wahnsinnig furchtloses Wesen, das eigentlich gar nicht zögert, der Meerhexe ihre Stimme zu geben und ihr Leben als Meerjungfrau für immer zu verkaufen. Am Ende fühlt sie aber doch plötzlich was und am Ende kommt sie durch die Gefühle, die sie für den Prinzen entwickelt, die dann nicht erwidert werden, auf einmal doch irgendwie eine Art Enttäuschung und eine Art Verzweiflung. Ich glaube, das ist irgendwie ganz spannend, diese ganze Bandbreite zu spielen. Ich bin Raphael Binder und ich spiele nicht nur den Peter, sondern ich spiele auch den Prinzen aus dem Märchen der kleinen Meerjungfrau. Peter ist etwas schwer vom Begriff. Er ist nicht der, der sich direkt von Anfang an dazu inspirieren lässt, bei allem mitzumachen. Er hinterfragt das Ganze immer ein bisschen. Die meisten Leute werden vermutlich den Prinzen aus der kleinen Meerjungfrau von Walt Disney kennen, der sich ja gar nicht so viele Gedanken über die Langzeitmotivation macht, sondern der wirklich die Ariel in dem Fall kennenlernt und quasi am Tag darauf schon heiratet. Das Schöne ist ja beim Prinzen von Andersen, dass er sich Gedanken drüber macht, aber letztendlich, obwohl er möglicherweise die kleine Meerjungfrau liebt, die fremde Prinzessin heiratet. Mein Name ist Andreas Kowalewitz. Ich dirigiere die Produktion Hans-Christian Andersen mit den Studierenden der August-Everding-Akademie und dem Münchner Rundfunkorchester. Die Musik ist einfach, wie die Märchen auch einfach sind und hintergründig. Und die ist sehr fetzig, teilweise melancholisch. Bei der Meerjungfrau zum Beispiel, je nach Melancholie des Märchens eben auch.